Hallo Mama, wir sind jetzt am Tempel angekommen. Nicht Tempel, Entschuldigung, was erzähle ich für einen Blödsinn? Am Palast sind wir angekommen. Ich zeige dir das mal ein bisschen hier. Wenn du möchtest, kannst du ja ganz gerne mal dir das einmal anschauen. Ich mache nur so ein 5- oder 10-Minuten-Video. Das ist ein Riesen-Elefant vom Kingdom damals, also von der Königszeit. Das ist hier der älteste Palast. Ja, sollen wir mal rein? Ja, die Dill braucht noch eine Minute, die cremt sich gerade mit Sonnencreme ein. Also mache ich mal kurz Pause, wir sehen uns gleich wieder. So, Dill ist jetzt fertig mit ihrer Sonnencreme. Jetzt führen wir euch mal ein bisschen rum hier. Also das ist echt gigantisch. Thank you very much, maybe later. Oh, das ist der Palast. Also ich hätte echt nicht gedacht, dass Rajasthan so schön ist. Also ich hätte echt gedacht, das wäre hier Wüste, Kaff oder sonst was. Aber gar nicht. Das ist ein richtig schönes Stadtviertel. Oh, hier haben wir einen Tigerkäfig. Ein beweglicher Käfig für Fangen und Tigers halten, irgendwie übersetzt. Ist nicht schlecht. Hier bauen sie jetzt für die Valla Festival alles auf. Die Tage ist hier ein ganz, ganz großes Festival in Indien. Oh, leck mir an die Füße, das wird stressig, das garantiere ich. Taranpur, Ganesha. Ja, und Mama, gefällt's dir? So, wir gehen mal rein, wir melden uns gleich. Ja, das ist die Brille von Mahatma Gandhi.
die wird hier ausgestellt und noch irgendwie sein Stempelbuch oder irgendwie sowas für seine Postkarten oder so. Leider sind hier viel zu viele Touristen, das ist schrecklich, ist das furchtbar. Ja, leider viel zu viel. Die müssten die Ersten sein, genau wie am Hotelbuffet. Die rempeln dich an der Seite, die schmeißen dich um, die lassen dich nicht vorbei. Das sind ganz fürchterliche Menschen, sind das. Ich weiß nicht warum, aber die behalten sich nur im Urlaub so. Alte Öllampen, das sind alte Schlösser für die Haupttore. Alles in Marmor eingearbeitet. Der ganze Palast, der besteht aus Marmor. Okay. Also wir laufen jetzt hier durch den Palast. Haben jetzt die Russen und die Franzosen ein bisschen abgehängt und laufen einen anderen Weg, dass wir die nicht ewig die ganze Zeit vor uns haben. Ja, irgendwie hast du nie deine Ruhe, wenn du im Urlaub bist. Komisch, ne? Hä? Ah, hier für die Papageien. Ne, Tauben. Pigeons sind Tauben, keine Papageien. Parrots sind Tauben. Papageien. Pigeons sind Tauben, meine ich. Also alte Taubenkäfige von den Maharajas. Einen kleinen Überblick. Das ist hier wie so ein kleiner der Pool von dem Maharajas früher. War das Spa-Zentrum oder wie das heißt. Da haben sie sich drin gebadet, die Könige aus Indien. Oh, man, I like how to go.
So, das war's von hier. Wenn wir gleich weitergehen, melde ich mich nochmal. Yes, sir. Die Stühle auf der Terrasse, das ist für leise den Sound schon, nicht? Ja. Das kommt tief, ne? Und dieser Sound. Ja. 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 Die Stühle, 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 ja, früher waren die mit den Tigern, ne? Zugange. Jetzt gibt es kaum noch welche davon. No problem, you're welcome. Na, du sprichst gut Deutsch. Bitte. So, komm, sollen wir weiter? Jetzt nicht genau sagen. Mit Buddha drin. Wunderschön. Wunderschön. Hallo, Sir. Yes. Wunderschön. 12, also 1200 bis 1300. Jetzt müssen wir nur noch mal gucken, ob CE vor Christus ist. Oder nach Christus ist. Wunderschön. Thank you.
Pass auf deinen Kopf auf. Ein altes Radio. Komm. Alte Musikinstrumente. Ich meine, die haben ja, weiß nicht, 30 oder 40 Könige regiert. Und die sind ja alle aus verschiedenen Zeiten natürlich. Angefangen von vor Christus bis nach Christus. Ne? You see? Ja. Was ist? Unmögliches Verhalten von denen, ne? Warte, Vorsicht. No entry, die sind nur alle geschützt, siehst du? Exit hier. Aber da ist Exit. Ich denke mir, wir kommen in noch einen Raum. Pass auf den Kopf auf, hier steht es überall. Mind your head. Aber das sieht ja auch schon gut abgeschlagen aus. Also die haben schon manche Haut gelassen, würde ich sagen. So, wo kommen wir jetzt hin? Ei, die Kutschen, also die Tragekutschen für den Maharaja, für den König. Fangen wir mal hier an. Das ist der transportable Kirishair. Late 1820 Century, also 18. 20. Jahrhundert. Da haben sie den guten Alten mit durch die Gegend getragen. Ja, dann gehen wir da nochmal hin. So, da kommen jetzt wieder die komischen. Deswegen halte ich die Kamera ins Gesicht. Die laufen uns die ganze Zeit vor die Füße. Naja, ich möchte sie nicht auf dem Bild haben. Ich weiß nicht, ob sie das extra machen, ob sie uns nicht leiden können oder ob sie einfach nur ein bisschen doof sind. Aber so ist das hier. Das ist aber in jedem Land so. Egal, wo wir waren bis jetzt, wenn du Franzosen oder Russen hast. Ich habe nichts gegen die Menschen. Also sind in deren Länder sind die super. Aber wenn sie im Urlaub sind, sind sie fürchterlich. Ganz fürchterlich. Dann sind die Transportboxen. Die scheinen für Kinder zu sein. Die anderen eventuell für irgendwelche Transportgüter. Ah, das ist nochmal so ein Elefantaufsatz, also was sie oben auf dem Elefant geschnallt haben. Als Elefant-Taxi. Sitz. So, ich glaube, das war's auch schon langsam. Oh, hier haben wir noch ein paar alte Kleider.
Hallo, Sir. Dann sind die Kinderkleider, Children's Costumes. Hier haben wir noch ein altes Königsgewand. Die ganze Garderobe ist hier noch. Noch eine Schreibmaschine, die haben die Engländer mitgebracht. Damals, als sie das Land eingenommen haben, kolonialisiert haben und alles kaputt gemacht haben. Also Mumbai zum Beispiel bestand eigentlich nur aus mehreren Inseln und die Engländer sind gekommen und haben so viel Müll produziert, dass aus den ganzen Inseln eins wurde und praktisch jetzt Mumbai da drauf steht. Also das haben sie den Engländern zu verdanken. Die haben so viel Müll da gelassen und haben das einfach ins Meer geschmissen, dass sich daraus ein ganz neues Land geformt hat. Ja, so eine goldene Kiste mit goldenem Stoff. So, jetzt sind wir langsam durch. Jetzt sind wir wieder unten an der Küche angekommen. Dann war es das jetzt. Wir melden uns später nochmal, ne? Tschüss. Hier haben wir nochmal ein paar Pferde. Was die hier machen, weiß ich auch nicht. Aber irgendwie sind das die Palastpferde, glaube ich. Kann man das sehen? Ich weiß es nicht. Die sind ganz schön groß. Und dann sind hier die Bodyguards of the Horses, die Leibwächter der Pferde. Ja, das war's jetzt hier vom Palast. Ich frage jetzt gleich nochmal vorne im Security-Raum, ob ich eine Sondergenehmigung kriege, um meine Drohne steigen zu lassen. Ich würde mir ganz gerne den Palast mal von oben anschauen. Aber das ist immer schwierig und mit eigentlich sehr viel Geld verbunden, um so eine Genehmigung zu kriegen. Also Schwarzgeld, da muss man die dann bestechen und den Polizisten dann auch bestechen, irgendwie so ein paar hundert Rupies oder so geben. Ja, ich versuche das jetzt gleich mal. Vielleicht können wir ja die Drohne ein bisschen steigen lassen. Wenn es klappt, zeige ich euch den Palast nachher mal von oben. Nee, wir gucken nur. So, ich habe jetzt gerade mal gefragt, ob ich die Drohne steigen lassen kann oder ob ich eine Special Permit dafür bekomme. Ja, ist möglich. 1400 Dollar, also ein Leck in Rupees. Aber das ist mir ein bisschen zu viel. Das möchte ich dafür jetzt nicht ausgeben, 1400 Dollar. Also lassen wir die Drohne mal im Rucksack und suchen uns nachher ein anderes Plätzchen, wo wir die vielleicht steigen lassen können. Und dann lassen wir sie mal irgendwo in der Nähe vom Palast drüber fliegen oder so, wenn da gerade keine Polizei oder so ist. So, bis später. I already come out of the palace. I'm finished now. Thank you very much. Yes, yes.